Willkommen zum dritten und letzten Video meines Metrezeptes Mary. Und ja, eigentlich ist gar nicht mehr so viel passiert. Der Met stand insgesamt ungefähr 4 weitere Monate, bis er fertig gegärt war. Dann seht ihr das, was dann passiert ist. Jo, ich habe keinen Tisch mehr, wo ich es aufstellen kann. Und ich habe den Met ja inzwischen mal umgefüllt. Und jetzt verwenden wir den großen Kanister und die Gärung ist schon etwas länger fertig. Man riecht den Thymian ganz intensiv. Ja, das ist so der erste Eindruck, der auf jeden Fall bleibt. Man sieht mich gar nicht. Wir werden heute hier Schwefel reinmachen und Kieselsohl. Ich hole mal das Zeug. 30%ige Kieselsohl, 30 Milliliter. Mache ich hier rein, damit ihr das mal wisst, wie viel ich reinmache. 10 Milliliter von 30%igen auf 10 Liter Inhalt. Jetzt muss ich nicht mehr aufstehen, ich habe es gerade geholt. Ich habe hier noch Schwefel und 1 Gramm pro 10 Liter. Offiziell dürften es bis zu 2 Gramm rein, aber 1 Gramm reicht erfahrungsgemäß. Und dann einmal alles schön umrühren. Dann lassen wir den noch mal hier ein bisschen schön klären. Und dann kann der in 1-2 Wochen gefiltert werden. Nach dem Schwefeln und dem Kieselsohl habe ich den Met vergessen. Aus verschiedenen komplizierten privaten Problemen und Situationen hat sich das ergeben und der Met stand 4 Monate im Keller. Nach den 4 Monaten habe ich ihn gefiltert mit 8 Platten, 24er Polkino Oil, für die Leute, die es interessiert, reicht, wenn der gut vorgeklärt ist, für ungefähr 60 Liter ohne Probleme. Das habe ich gemacht und anschließend den Met in Flaschen gefüllt. Nach dem Abfüllen und Verkorken lasse ich meine Flaschen immer 3 Tage stehen, einfach um ein Gefühl zu bekommen, ob da irgendwas passiert, ob nochmal ein Korken nach draußen gedrückt wird und da CO2 drin ist etc. Nach den 3 Tagen habe ich dann Schrumpfkapseln auf die Flaschen drauf gemacht. So wie ihr das hier seht, einmal drauf gedrückt und mit einem Heißluftföhn dann geschrumpft, dass die fest sind. Im nächsten Schritt habe ich dann Etiketten genommen. Diese Etiketten habe ich von einer Designerin erstellen lassen, extra für diesen Met. Es kostet ungefähr 30 Euro, so ein Design erstellen zu lassen. Und diese habe ich dann auf die Flaschen draufgeklebt und dann nummeriert. Das Besondere ist, diese Etiketten habe ich in der Kooperation mit honigetiketten.de erstellen lassen, beziehungsweise sie haben mir die kostenlos zur Verfügung gestellt und geben euch die Möglichkeit, wenn ihr bei ihnen Etiketten bestellen wollt, mit 15% Rabatt zu bestellen. Den Code seht ihr hier eingeblendet. Und was das Besondere für mich, für euch ist, diese Etiketten, die ihr hier seht, habe ich auch frei zur Verfügung gestellt in der Met-Gruppe Met, Honig, Wein und Co. zusammen zum Erfolg. Da könnt ihr reingehen. Dort könnt ihr meine Etiketten, die ich verwende, immer kostenlos downloaden. Da könnt ihr euch die selber ausdrucken auf die Größe, die ihr haben möchtet. Oder auch hingehen und diese dann nehmen und ausdrucken lassen über die Firma honigetiketten.de. Wer jetzt aufgepasst hat, hat in den Videos gesehen, dass ich verschiedene Etiketten habe. Auf die einen steht mit Fassreifung, auf der anderen steht das nicht drauf und ein paar Flaschen haben grüne Punkte draufgeklebt. Das liegt daran, dass ich aktuell ein Experiment mache mit einem Flüssig-Aroma-Fassaroma, das nicht für die Industrie, allerdings für den Privatgebrauch zugelassen ist. Dazu werde ich irgendwann mal ein getrenntes Video machen und euch mitnehmen und zeigen, was für Ergebnisse daraus entstanden sind. Es ist ein Experiment und wir müssen warten, bis der Met noch ein bisschen gereift ist. Jetzt kommt der Met bei mir in den Keller und wird für mindestens 6 Monate stehen gelassen, damit er reifen kann. Meiner Erfahrung nach wird er sogar noch besser, wenn er 2 bis 3 Jahre gelagert hat. Ich habe das ja nicht zum ersten Mal gemacht und deswegen gibt es ein besonderes Video. Nächste Woche werde ich ein Video veröffentlichen, in dem ich meine Tipps und Tricks zu diesem Met nochmal verraten werde, weil das Rezept, was ich hier verwendet habe, ist nur eine Art. Man kann sehr viel mit den Zutaten spielen und meine Tipps, was ich herausgefunden habe, werde ich dort nochmal verraten. Und wenn ihr noch Fragen habt zu dem Prozess, da könnt ihr sie jetzt stellen, bevor das kommende Video veröffentlicht wird. Dann kann ich auf eure Fragen nochmal eingehen.
Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis bald.